Nun ja, das wird sicher Diskussionen geben, wie Evelyn Lazar eben sagte. Zu unserem letzten Beitrag, als der Kurfürstendamm noch eine holprige Landstraße war und das Skilaufen auf demselben, auf dem Kurfürstendamm nämlich, mit 6 Mark Strafe belegt wurde, da schrieb man das Jahr 1894 und Wilhelm II. War deutscher Kaiser und König von Preußen. In jenem Jahr war es, als ein 19-jähriger Norweger nach Berlin kam, um Maschinenbau zu studieren. Jetzt kam er hierher zurück, im mehr als biblischen Alter von 111 Jahren. Der Herr, ganz am Ende des Tisches, hinter den Rosen, das ist er, Hermann Smith Johansen. Und wenn man es nicht genau wüsste, würde man es kaum glauben. Er ist 111 Jahre alt. Wenn es auch mit dem Laufen nicht mehr so recht gehen will, im Kopf ist er noch hellwach. Hier beim 100-jährigen Stiftungsfest seiner studentischen Verbindung Cor Berulina traf er sich mit ehemaligen Füchsen, den jungen Burschen von damals. Naja, die sind heute auch schon 90. Stolz zeigt er diesen Jünglingen seinen Pass. Hier steht schwarz auf weiß, geboren im Jahre 1875. Auch die Jüngeren waren herbeigeeilt, um den Mann zu bewundern, der zur Welt kam, als Wilhelm I. deutscher Kaiser war. Er, der in Kanada, seiner Wahlheimat, das Skilaufen populär gemacht hat, spricht heute noch 6 Sprachen fließend. Vor nunmehr 92 Jahren machte er seine erste Bekanntschaft mit Berlin. Ich bin in 1894 aus Norwegen gekommen, um Maschinenbau und Elektrizität zu studieren auf der Technischen Hochschule. Wie wird man 111 Jahre? Wie ich das für fertig gebracht habe. Ich habe in der vernünftigen Weise gelebt. Ich habe nicht gespart. Obwohl er ein naturverbundenes Leben bevorzugte, ging er an den Freuden des Daseins keineswegs achtlos vorbei. Einen guten Tropfen hat er immer geschätzt. Auch gestern Abend beim Jubelfest ließ er sich sein Bier, na, es waren sogar mehrere, gut schmecken. Und mancher Jüngere staunte, was der noch vertragen kann. Skål. Ich habe das Gefühl, Hans Werner, so alt wären wir beide nie. Das schaffen wir nicht. Nee, aber wir können ja mal versuchen, im nächsten Winter Ski zu laufen auf dem Kurfürstendamm. Wie wär's damit? Ich glaube, es wird ein bisschen teurer werden als 6 Mark Strafe wie damals, aber den Spaß lassen wir uns einfach was kosten. Siehst du, und wir sind nicht sparsam. Wie er haben wir doch noch Chancen vielleicht. Ja, aber keine Zeit mehr jetzt, um das noch weiter auszudrücken. Das ist wahr, ja. Tschüss sagen. Tschüss. Wiedersehen. Schönes Wochenende.